zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla mit mir, dem Alex. Habe die Ehre. Zu der Zeit der Aufnahme befinden wir uns am 24. Dezember, das heißt für mich frohe Weihnachten. Die Folge an sich wird später kommen, das heißt gutes Neujahr. Gutes neues Jahr. Unglaublich, was ich hier machen kann. Alles auf einmal abspeisen. Nee, durch das, dass ja Corona ist. Okay. Durch das, dass ja die Corona-Zeit ist und man hier auch zwungenermaßen nicht mit vielen Verwandten feiern kann und am besten sowieso mit so wenig wie möglich. Es ist bei uns auch eher zu Ende. Weißt du, wir treffen uns alle noch bei der Oma und dann dauert es da halt ein bisschen länger. Wird auch das ein oder andere Mal was getrunken. Aber jetzt nicht, ne? Wir haben uns entschieden für East Anglia, weil hier haben wir nichts. Wir haben das letzte Mal das mit diesem Monster, mit dem Typen da gemacht. Hä? Schnee fällt auf die Siedlung und es ist an der Zeit, das Yu-Fest zu begehen. Für eine begrenzte Zeit kannst du traditionell Yu-Spiele spielen und einzigartige Belohnungen erhalten. Aha! Du! Sicher machen wir das, dann wird das halt so eine kleine Special-Folge. Da müssen wir natürlich hier in unser kleines Dörfli. Ich habe hier nebenbei Ferrero Rocher. Nicht so schön. Geil. Kann man essen? Muss man nicht. Aber man kann es genießen. Mal schauen, was es für Jules-Spiele gibt. Natürlich schön. Ja? Hoffentlich hast du eine schöne Schneedecke. So ein richtig idyllischer Abend. Oder man sieht gar nichts, kann natürlich auch sein, auch idyllisch. Okay. Boah, geil! Über das Feuer noch. Norwid, die Siedlung sieht recht festlich aus. Das Julfest hat begonnen. Es ist Mittwinter, Eivor. Zeit zu trinken, zu kämpfen und sich in der Hoffnung auf reiche Ernte zu messen. Jolnir, der Julgott, lächelt uns zu. Die Tage werden bald wieder länger, Drengar. Bald bricht die wundersame Zeit der Wiedergeburt an. Und das warst alles du? Mitnichten. Bei einem Erkundungsauftrag trafen Sunifa und ich auf eine Gruppe. Nun, wir nennen sie Zecher. Sie haben das meiste gemacht. Sunifa besetzt den Faustkampfwettbewerb. Alles nur zum Spaß, natürlich. Derweil habe ich meinen eigenen Laden aufgemacht. Statt Silber benutzen wir etwas, das wir Julmarken nennen. Die habe ich selbst gemacht. Sie wirken durchaus selbst gemacht. Danke, ja. Also bevor wir unsere Feierlichkeiten beginnen, müssen die Brauerei und der Viehhof für das Julfest vorbereitet werden. Und das soll ich machen, nämlich. Ja. Ganz genau. Und weil ich dich so gern habe, nimm ein paar Julmarken. Ich erwarte dich dann später auf dem Fest. Der Event hat begonnen. Was haben wir hier? Ist es Brauerei? Teklas Brauerei ist noch nicht gebaut. Das soll... Eivor! Ich habe genau das Richtige für dich. Sunifa, Norwid sagte, du hättest etwas vorbereitet. Einen Faustkampfwettbewerb? Den größten Faustkampfwettbewerb, den diese Lande je sahen. Gibt es Regeln? Ja, die Regeln sind einfach. Kämpfe, trinke, kämpfe. Und denk dran, aha, je mehr Teilnehmer, desto größer der Preis. Wenn du willige Recken findest, bring sie her, damit sie sich anmelden. Gut, bist du bereit, Eivor Rabenschwinge? Ja, so ein Faustkampf. Ich versuche gerade ein bisschen zu überspielen, dass ich mir gerade Wasser einschenke, aber das funktioniert ganz gut. Aber ich würde so sagen, so ein Faustkampf, den du können wir machen. Du kennst die Antwort. Gib mir auch was.
Diese Jule. Groschen, Jule. Taler. Er hat nicht viel gesagt, er sieht aggressiv aus. Schön hier mitgegeben. Abgeleitet nennt man sowas. Bam, bam, bam. Komm. Um das Gehöft für das Fest vorzubereiten, werde ich wohl den Viehhof bauen müssen. Jawohl. Ja, sicher gehen wir weiter. Na. Guter Mann, guter Mann. Bisschen Bier. Da ist man dann zu stärker. Ich bin jetzt betrunken auch. Aber schwitzt man ja nochmal raus. Ja. Wieso reden die nichts mit mir? Er hat ja auch kleine Anlaufschwierigkeiten, habe ich das Gefühl. Stark! Zubereiten, werde ich wohl den Viehhof bauen müssen. Ja, der Viehhof wird dann schon gebaut, aber ich bin ja gerade am Boxen. Zur nächsten Runde. Wie viele Runden gibt's? Drehe ich mich hier ewig im Kreis? Aber die werden ja auch mal das Gefühl, dass die Typen immer größer werden. Ja, okay. Ich nehm's zurück. Aber wir machen Safe Movement, Alter. Ist nicht mehr normal. Keiner redet bei mir. Keiner hat Respekt vor mir. Ich habe so das Gefühl, die haben so keinen Respekt. Ich baue hier das ganze, die ganze Kapuff hier auf. Wir haben ja auch mal, ich dachte, das ist ein Faustkampf, da kommt er mit seinen Füßen daher. Vielleicht kämpfen wir auch gegen Santa Claus jetzt dann. Boah, Alter, was ist mit ihm los? Das Gehöft für das Fest vorzubereiten, werde ich wohl den Viehhof bauen müssen. Ja, das sagst du immer wieder, wenn wir uns hier gerade am Boxen. Wie viele Runden gibt's hier? Wäre echt gut zu wissen, dass, wie viele Runden es hier gibt. Okay. Runde 4. Juhlschlägerei ist auch ein geiler Name. Oh fuck. Nein! Hey! Also. Er ist mächtig. Um das
vorzubereiten, werde ich wohl den Viehhof bauen müssen. Hä, bin ich jetzt hin? Na ja, gewonnen. Ich weiß halt echt nicht, wie viele Runden jetzt kommen. Aber der wird schon, war schon schwieriger als davor. Vielleicht weil ich auch betrunkener bin. Kann auch sein. Wer ist denn hier? Ah, du fängst gleich mit sowas an. Aha. Alter, ich will hier weg. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ja, ich hab keine Ausdauer mehr. Das ist mein Fehler jetzt gewesen. Und ich bin auch ehrlich gesagt wahrscheinlich betrunken. Heute lief es nicht so gut. Was? Aber du verdienst trotzdem ein paar Marken. Okay. Tiklas Brauerei ist noch nicht gebaut. Das sollte ich vor dem Fest erledigen. Ich wollte das ja echt bauen. Ja, ich bin ein bisschen betrunken. Ich meine, die hätten mir auch sagen können, dass das Fest hier stattfindet. Was ist hier? Was ist das alles? Ein neues Jule-Spiel, um dein Geschick zu testen. Bewegliche Ziele. Du versuchst, so schnell es geht, so viele sich drehende Ziele wie möglich zu treffen. Möchtest du es probieren? Ja, sicher. Gib mir einen Bogen. Hab doch einen. Ich habe so das Gefühl, ich schieße auf die gute Frau. Sammel dich für einen Moment und dann los. Schieße in dem Moment, wenn sich das Ziel dir zuwendet. Bei Freyas Liebe, ein Meisterschuss. Du machst deine Ahnen stolz. Ja. Bei Odins Auge, du schießt gut. Nur gut, dass ich auf dich gesetzt habe. Ich meine, wer anders schießt doch nicht. Bei dir sieht das so leicht aus. Du machst deine Ahnen stolz. Bei dir sieht das so leicht aus. Nur gut, dass ich auf dich gesetzt habe. Die Hälfte hast du schon mal, Eivor. Genau, bringt ja was, wo ich drin. Oder wie lange ich aufziehe. Also aufspannen. Bei Freyas Liebe, ein Meisterschuss. Nur gut, dass ich auf dich gesetzt habe. Du machst deine Ahnen stolz. Ich mach meinen Ahnen stolz. Bei Odins Auge, du schießt. Ich meine, das ist auch ein bisschen Hexerei, wie sie das Teil hier drehen lässt. Bei dir sieht das so leicht aus. Nur gut, dass ich auf dich gesetzt habe. Ja, es ist auch kein anderer dabei. Bei dir sieht das so leicht aus. Du machst deine Ahnen stolz. Bei Freyas Liebe, ein Meisterschuss. Die Zeit ist fast um. Ah! Du hast es geschafft! Das war eine perfekte Runde! Nie hätte ich gedacht, solch eine Punktzahl zu sehen.
Ja, da ist er. wo muss ich denn? Was sind eigentlich die Quests hier noch? Okay, ich glaube, ich mache erstmal das hier. Ach, ich noch wieder hier Schlägerei? Achso, das sind einfach so bewegliche Ziele, okay. Aber ich baue jetzt erstmal das Vieh. Zeugstel hier. Achso, ich kann noch nicht mal. 3. Brauerei. Wo ist die Brauerei? Da oben. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Ich bin nicht verwirrt. Ja, also ich war. Aber die Brauerei steht doch hier. Bewegliche Ziele. Saufen. Hä? Da bin ich jetzt verwirrt. Was ist denn hier? Hä? Ja, aber hier muss doch die Brauerei rein. Hier ist doch das Dorf. Ist der was? Ich will so was saufen wie die anderen. Ich habe hier geschossen, ich habe im Fastkampf mitgemacht. Oder was ist hier? Das könnte sich lohnen. Das tun Trinkspiele immer. Die Regeln lauten: erstens, du trinkst, bis sonst niemand mehr steht. Zweitens, das war's. Willst du spielen? Ja, sicher. Saufen kann ich. Saufen kann ich. Ich hab Durst. Skull! Skull! Stopp's auf seine Stiefel! Ja! Stiefel! Komm! Stark für dich. Komm, das Hammer. Man muss nur das so ausgleichen, wo man ist. Da war hier. Ja, perfekte Runde. Stark. Er hatte fast ein ganzes Horn vor sich. Und ich bin. Du bist ein rechter Schluckspecht. Komm jederzeit wieder. Achso, okay, das kann man sowieso immer wieder machen. Boah, gut. Boah, er steht wieder wie der Normalste da, ne? Ich bin halt komplett. Alter, was ist er denn für ein Viech? Wer ist er? Ich dachte kurz, er ist ein Indianer. Aber! Nö, Schlägerei haben wir vorhin schon gehabt. Ist es hier wirklich? Riecht eine Brauerei? Sollen wir da jetzt hinsegeln?
Grüß euch. Jetzt kein Bock auf das Fest. Verstehe ich, man muss aber auch. Man muss es nicht. Man muss es nicht wollen. Schluss folgen, genau. Nee, wo habe ich hier eine Kartenmarkierung? Oh no! Ja, Fluss folgen, es geht schon. Jawohl! Aber irgendwas stimmt hier nicht, dass wir so weit raus müssen. Irgendwas stimmt nicht, aber mehr als eine Folge mit dem U-Fest machen wir nicht mehr, machen dann das nächste Mal mit der Story weiter. Aber es ist ein cooles Event. Doch, den Fluss noch folgen. Und zwar, wenn wir jetzt da links, genau, und dann da vorne rechts. Jawohl! Nee. Doch, machen wir da weiter. Weil da sind es wieder Kurven. Und hier können wir ganz normal weiter. So, schauen wir, dass wir weiterkommen. Muss ich jetzt aufpassen, dass der irgendwann mal rechts fährt? Nee, ne? Moment, bin ich immer noch richtig? Ja, gut, dann die nächste Abbiegung dann links machen. Aber hier liegt kein Schnee, ne? Das ist komisch. So, als würde so immer gesagt haben, du, für dieses Fest, nur auf diesen Fleck müssen wir Schnee fahren lassen. Genau, und dann ab der nächsten, aber wieder ein bisschen unter der Brücke durch, dann da links. Also eine Brauerei im Dorf muss man schon haben. Ich glaube immer noch, dass es ein Fehler ist, dass wir da rausfahren. Irgendwas ist hier verpackt. Kann man das nicht vorstellen. Jawohl, sie fährt sogar links. Sie weiß, dass wir halt einfach dahin wollen. Ne? Sie vor allem, er. Dann müssen wir da hoch oder da oben ist ein Berg. Also da, das ist alles ein Berg, aber da müssen wir hoch? Nee. Wahrscheinlich sind da so Felder. Gibt so gescheit Weizenbier. Da vorne steigen wir dann irgendwann mal aus. Also hier dann. Ghost? Okay, hier wieder ein paar
Ja, was ist hier los? Hier stimmt etwas nicht. Das ist ein Fluch. Wir müssen drunter. Gibt's hier irgendwo eine Treppe nach unten? Kommen wir da über den Brunnen runter? Wo werden wir jemanden zum Opfer finden? Immer und wieder antwortete er nicht. Ich fing an zu glauben, dass das Opfer nie vollzogen werden würde. Bis jetzt. Die Leiter wurde weggenommen und ich muss hier oben ausharren. Verdammter Trollzauber. Ich habe immer noch das Problem, wo ist hier was mit der Brauerei? Hier. Schlecht. Hä? Gift. Hä? Ich kann mich auch nicht mehr bewegen gerade. Aha, also ich muss mich hier wieder direkt heilen, damit es hinweggeht. Aber ich muss auch ungefähr alles essen, was. Ich muss natürlich auch alles essen, was irgendwie im Boden wächst, ne? Aber irgendein Bug gibt es hier. Los! Weil ich muss da unten drunter sein, aber. Unter mir. Höher! Eine Brauerei bauen. Das verstört mich jetzt komplett. Ich meine, hier ist mein Dorf. Was habe ich denn für Quests? Rede mit Brunnen. Fünf Gebäude bauen. Reiche Schwierigkeitsstufe 3. Nein, ich brauche Brauerei. Aber ich muss ja irgendwas mit der Brauerei hier. Mal kurz googeln. Valhalla. Brauerei bauen. Ja, wo ist denn meine Brauerei? Die Schmiede. Bruderschaft. Hallo? Nicht geladenes Zeug. Hütte, Handelsposten, Fischerhütte, Jagdhütte. Tätowiermuseum, Bäckerei, Brauerei. Ähnlich wie Bäckerei erhaltet ihr durch die Bauweise Brauhaus Boni, wenn ihr ein Festmahl veranstaltet. Also, es heißt im Grunde. Es ist ja komplett.
komplett lost. Also ich gehe jetzt nochmal hier zurück. Und da muss doch die Brauerei irgendwo sein. Ich weiß nicht, was das Zeichen da draußen ist. Kann man da auch zeigen, welches Zeichen die Brauerei hat? Also. Die muss ja irgendwo da sein, das ist ja unmögliche. Echt komisch. Aber sind wir jetzt dann nicht schon am Ende der Folge. Schmiede. Das ist nix, Brauerei. Was ist das hier? Oder? Fischerhütte. Das hier ist sein Markt. Was ist das hier? Handelsposten. Jagdhütte. Das ist hier das Haus von den Assassinen. Mit unserer der Bruderschaft. Ja, nee. Wir sehen uns später. Wir sehen uns, Eva. Ich will hier mit ihm reden. Tätowierstärkstatt. Messen. Das ist der Reiterhof, ne? Er ist schnell, gewitzt und für alle zugänglich. Meine. Wo ist denn hier? Meine ist die Kunst der Macht. Das dürfte das Museum sein. Na, das ist nicht der Römer da. Da hinten ist er nicht mehr unser Fest. Unser Fest vor allem. Unser Lager. Ist dann das hier die Brauerei? Also, was ist er hier? Hier ist ein Fass. Könnte schon eine Brauerei sein. Brauerei! Bauen! Was hat mich das dann da hinten hingeführt? Das ist ja kompletter Schwachsinn. Wunderbar, wichtigstes alles. Und vor allem habe ich meine Siedlungsstufe jetzt, wenn ich jetzt sage, okay. Ich habe doch jetzt eine 2er Siedlungsstufe. Was ist das hier? Das dürfte doch genau Handelsposten. Den baue ich auch aus. Stark. Dürfte doch hoffentlich auf eins hochkommen. Genau. Stufe 3. Weiler. Ein Flughof. Viehhof. Was war das? Was für eine Quest war das? Quests? Aha, die Brauerei ist verwüstet und Tekla ist verschwunden. Finde heraus, was geschehen ist. Das hier. Da gehe ich jetzt noch hin. Neuankömmling. Ob Valka unter ihnen ist? Okay, das ist mit dem, dieser komplett. Gib es zu, Alvis. Viehhof könnte hier hinten sein, da hat es zumindest irgendwas angezeigt, ne? Was ist das hier? Getreidehof? Hier ist Seherin, das sehe ich jetzt. Oh Gott. Das ist von der Seherin, das sehe ich von hier. Genau, Hütte der Seherin. Reithof. Da vorne. Habe ich auch noch nicht angeschaut. Aber das ist auch nicht. Doch, Viehhof. Bauen.
Was ist hier? Zauberei? Was fliegen die Blätter denn da? Ja, da muss ich fast wirklich sagen, warte, wir haben ja hier, wenn wir Quest schauen, Kuhfänger. Die Kühe, die für das Fest geschlachtet werden sollten, sind entkommen. Und auch hier, Tagan ins Bier verschwand. Die zwei Missionen machen wir beim nächsten Mal. Ja? Die Folge ist wieder kürzer. Auf die 30 Minuten, ein bisschen drüber sind wir eh schon. Aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, positiv bewerten, nicht vergessen, schaut bei den anderen Projekten vorbei. Bis zum nächsten Video. Ciao!